herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 5 und mit dabei Starman Crow. Ja. Ja, weiter geht's. Maschinengewehr-Munition, 30 Stück, juhu! Ich wollte doch eigentlich nur die Pistolen-Money aufnehmen. Du siehst da hinten. Ja. Ach nee, hier kommt ja unser Freund. Ja, ja. Aber den können wir ja mit dem Maschinengewehr besiegen. Kein allzu großer Freund davon. Ja. Hier wäre noch Schrotmunition für dich. Hier auch. In seine Familie, dann habe ich ihn jetzt geschossen. So. Ja, Hilfe. Wisst ihr. Ja, man könnte jetzt hier das Band ausschalten, aber... Puh, wieso? Letzten Platz frei hast, kannst du das Raub mischen. Habe ich einen freien Platz? Nein, habe ich nicht. Muss ich erst ein paar Pistolenmunition loswerden. 14 Stück muss noch hier sein. Ach, diese Scheiße. Bah. Yeah. Geht noch. Maschinengewehr-Munition. So. Ach, noch 4 Schuss. Ja, nein, 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 nein. So, jetzt kann ich das mit das mischen. Mischen, komm. Lümmel der. Genau, ich dachte schon, schieß doch auf die Explosivfässer. Hier kommt gleich wieder eine blaue Marke. Und zwar hier in der Mülltonne. Also nicht bekommen, ich bin zu klein dafür. Was mache ich jetzt? So. Masse. Ja, was mache ich jetzt? Brandgranate, ja. Ich halte voll, ich halte voll. Ja, ich hätte hier aber noch Maschinenpistolen, Munition. Bin voll. Na, ist okay. Ach so, schön, das Wand anmachen. Oh.
Kein Saft. Da müssen wir dahinter. Wäre auch zu schön gewesen, wenn wir einfach nur Bann anmachen könnten, dann weitergehen könnten. Nein. No. Es muss ja was passieren. Boah, was ist das? Eklige, saftschleimige. Noch eins und noch eins. Wackelnde. Irgendwas kommt doch da raus. Eine Motte vielleicht. Ja. Und Schmetterling. Wollen wir hoffen, es ist nichts von beiden. Ja. Und eine Raupe vielleicht, nochmal so eine Kreuzung da. Oh, Schienengewehrmunition ist hier noch. Handgranate. Die wäre alles nützlich, die Handgranate jetzt. Was? Die Handgranate wäre nützlich. Ja, kann ich aber nicht. Schade. Müsste ich deine Munition wegschmeißen? Nee, den schaffen wir auch so. Gut. Man muss ja nur auf die weißen Dinger schießen. Ja, nur. Ja. Es ist einfacher. Ja, du gehst am besten, wow, da ist er raus. Wo war das? Hier ist nichts mehr drin. Also der erste hier war es, Sache. Du gehst am besten in Deckung. Da ist er. Du bist schon da hinten. Ja. Geh weg da. Hab ihn. Was für eine hässliche Schrecke. Jetzt kannst du mir auch ein bisschen Munition geben. Stein der Macht. Ja. Und voll jetzt. Mehr geht nicht. Ah, ich habe ja dann gleich noch wieder einen Platz leer. So viel sei gesagt, es war nicht der letzte, der kommt. Kette. Goldkette. Ah ja. Ah, der hat mich. Was für ein Sack. Riecht ein Schwinger. Oh. Ach, gerade so. So. Hier könnte man auch das Band wieder ausschalten. Ja, aber. Aber wir lassen sie mal weiter brutzeln da hinten. Ich erinnere mich so ein bisschen an die Totenfabrik. Ja. Die produziert nur Tote. Ja. Oh ja, wir sind schon am Ende. Ja. Kann ich nicht. Ah, hier. Kann ich. Hast du dabei, ja, oder? Ja. Ja. Also Leute, wir machen den Gegner, der jetzt kommt, den machen wir mit Raketenwerfer fertig, weil es einfach eine übelste, mühsame Arbeit ist mit den Flammenwerfer und so. Weil das Vieh einfach ewig nicht verrecken will.
Oder besser gesagt, wenn man mit Flammenwerfer oder Brandgranaten kommen ja diese Kugeln da raus, ne? Und die muss man aber gleich treffen. Oh. Das ist der ganze Trick an der Sache. Wenn man die gleich trifft, dann, ja, dann geht er schnell. Sheva. Ich hatte da mal das zuerst mal Einzel gemacht, hatte da nicht das gut los, dass meine Partnerin die Pfeile schon hatte. Und ja, trotzdem war es die KI, die gespielt hat. Weil mein Partner mitten in der Cutscene rausgeflogen ist. Aber okay. Ging relativ schnell dann. Schöne Wärme hast du, Freund. Oder wollen wir erstmal rumrennen und das Zeug sammeln? Na, ich bin sowieso voll, also. Achso, ich auch. Stimmt. Naja, gut. Then what are you using it for? Evolution? What are you talking about? Oh, you'll find out soon enough. Everyone will. Too bad. Looks like he wasn't worthy. Only the chosen ones are fit for the coming new world. Da fragt man sich auch, warum schießt ihr nicht endlich mal? Ich hätte doch Zeit schon zu schießen, muss ich. Ja. Kommt aber nein, sie halten nur drauf. Schießen doch nicht. Nee. Tod! Ohne große Umschweife. Das war zu viel für ihn. Einmal nur gebasht hier. Ja. Es rang! Du Sau. Hast mehr Gegner getötet. Ja. Verdammt. Wie hab ich mehr getötet als du? Das ist auch normal, weißt du? Hä? Bin halt schon mehr getötet, das ist. Ja gut, okay, hab ich halt mehr getötet. Aber auch so viel mehr als du, das ist komisch. Ja, ja. So, jetzt können wir uns die. Ich könnte mir jetzt die S und W M500 kaufen. Die WS und 500? Gibt's die jetzt? Ja. Wenn ich dafür genug Geld hätte, hätte ich sogar, aber ich weiß nicht, ob ich es machen soll. Ist mir ziemlich suspekt, dass ich so viel habe. Ah, jetzt kann ich auch schon 60 Schuss. Ach, die SMW meinst du? Ja. Nee, das ist doch die Magnum, die du hast. Nee. Doch. M500, nicht M29. Das ist doch der stinknormale Revolver. Nein, die 500er ist die richtige starke. Ach, du hast die aufgerüstet oder was? Ja. Ach so. Die ich bei Wesker dann in der. Nee, du meinst die ganz fette. Die ganz fette, genau. Ach so. Ja, mach mal einen Platz bei dir leer. Ich will dir mal deine Dings rübergeben. Thanks. So, ich denke mal, die kann ich erstmal rauspacken. Kommt jetzt, ne? Sie haben das mit den ganzen vielen über, ne? Ja, okay. So, Waffen aufrüsten. Ah, jetzt kann das mit Schild. Hm. Naja, vorher kommt ja noch
Reaper, ich weiß. Und sich jetzt die Sicht aufzubessern, ist die Frage. Hoho. 50 Schuss hat jetzt der Sniper. Hoho. Das reicht eine Weile. Ja. Na, ich würde sagen, wir machen da erstmal hier einen Schnitt. Ja. Und sage dann mal tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Resident Evil 5. Jo, dann mit Kapitel 5, 3. Genau, tschüss.